werden. Aber wenn seit 3 Tagen es regnet und schneit, was soll da denn noch passieren, wenn es seitdem an nicht schon da reingeregnet hat? Ich teste für euch und hier ist mein Ergebnis. Leute, wie geil ist das denn? Mitten im Video, ja, fängt es irgendwann an, immer doller zu schneien. Ich bin seit 3 Tagen hier draußen und ja, das Zelt hält schon ja, 3 Tage aus bei diesen Wetterbedingungen. Regen, Schnee, Matsch, Graupel, Wind, Sturm. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mache nochmal ein Review dazu, wenn ich das Zelt unter Extrembedingungen teste. Und was ist besser, als 3 Tage draußen zu sein und dann bei so einem geiles Wetter. Also wie gesagt, das Ding hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ich habe das ja in dem anderen Video nicht einfach so gesagt, weil bestimmte Daten, so die Wassersäule hat nur 2000 mm, es wird reinregnen, so man kann sich nicht darauf beruhen. Vielleicht hat der Hersteller gesagt, hey, ich mache einfach mal die Wassersäule ein bisschen niedriger, um die Leute nicht zu enttäuschen. Ja, es wäre möglich hier nebeneinander zu liegen, aber dann müsste man die Körpergröße von ungefähr 1,65 Meter haben, also zweimal die Körpergröße von mir. Dann passt man nebeneinander. Seit 3 Tagen bin ich hier draußen mit dem Zelt und was ist denn extremer als 3 Tage? Natürlich könnte ich jetzt noch eine Woche draußen sein, aber wenn seit 3 Tagen es regnet und schneit, was soll da denn noch passieren, wenn es seitdem an nicht schon da reingeregnet hat? Wann soll es dann reinregnen? In eine Woche vielleicht? Also ist es dann eher ein Zeitfaktor? Wenn ihr kleine Touren machen wollt, dann ist das doch auf jeden Fall vollkommen ausreichend. So, und damit kann ich sagen, hey, das Zelt von Miltec Recom ist echt leistungsstark. Das könnt ihr für ein Breakout-Szenario nehmen. Das könnt ihr fürs Campen nehmen, weil, wie gesagt, wenn es schneit oder regnet, da kommt nichts rein. Daumen nach oben für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Was will man mehr? Nachteile, wie gesagt, war eigentlich nur das Gewicht und für große Menschen ein bisschen schwieriger, sich da drin umzuziehen. Aber ansonsten hast du Platz da drin, um, ja, weiß ich nicht, eine Karte zu lesen, zu trinken, dich auszuruhen, dich zu bewegen im Schlaf. Ne? Das kannst du da alles drin machen. Das ist meine Empfehlung, das ist meine Erfahrung und das ist mein Tipp an dich, wenn du dich dafür interessierst. Wie gesagt, ich unterstütze das ja auch noch. Ich gebe dir, also ich nicht, aber die Firma Suraro, die gibt dir ja nochmal 10% Rabatt auf das Produkt. Wie gesagt, ich teste für euch. Ihr könnt dadurch noch Rabatt bekommen. Und ich würde sagen, uns ist dann allen damit geholfen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in einem neuen Video. Und leider muss es im neuen Video doch einige Sachen geben, die kaputt gehen, aufreißen und eigentlich extrem teuer waren. Spoiler-Alarm, es geht um den Filducken. Also haut rein und wir sehen uns im nächsten Video.